So, bevor ich hier richtig anfange mit diesem Part, wollte ich nochmal kurz hier drauf eingehen. Finde ich sehr cool, jedes Mal, wenn man irgendwie weiterkommt oder zumindest an ein paar Stellen, wo es eben im Game weitergegangen ist und so, bla bla, wirkt sich das irgendwie auf den Titelscreen aus. Finde ich ganz cool. Finde ich eine wilde Angelegenheit. Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem weiteren Part. Resident Evil Village. So, ich glaube, ich bin den Weg hier geradeaus ja schon durch, oder? Hier geht's hoch. Ja, hier waren wir überall. Haben wir diesen. Ne, diesen Schlüssel von Heisenberg haben wir natürlich noch nicht. Hier ist nochmal ein Schalter gewesen, aber da ist irgendwas rot. Da kann man nicht weiter. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, was hier los war, deswegen. Das war alles hier rot. Aber da konnte man ja hin. War da irgendwas, vor dem ich geflüchtet bin oder so ein Shit? Sonst hatte ich mich eigentlich so drauf eingestellt, ja hier weiterzumachen. Aber ich glaube, ist gar nicht der Way to go. Hier geht's lang. Okay. Ach, das ist Duke. Ey, Junge, der erschreckt einen jedes Mal so hart. Ich habe leider vollkommen vergessen, obwohl es gar nicht mal so lange her ist, was überhaupt im letzten Part hier abging. Der sah gerade aus wie so ein Loch. Lol. Ich glaube, da waren noch diese komischen Maschinen, oder? Ja, guck mal, hier ist so ein Schalter, da müsste man Strom drauf geben. Das ist an mehreren Stellen, glaube ich, so, dass hier einfach kein Strom am Start ist. Das ist dann natürlich ein kleines Problem. Weil hier ist ja auch nirgendwo was zum Aktivieren. Deshalb dachte ich tatsächlich auch, guck mal, da kann man auch nicht wieder irgendwas drücken, oder? Müsste man vermutlich wieder was reinlegen. Wieder so eine Kokille. Hier ging es ja, meine ich, auch nicht weiter. Ja, genau. Hier war nämlich auch nicht genug Strom und hier war auch nichts mehr. Also doch. Sollte es irgendwie dann da einem anderen Weg weitergehen. Und scheiße, Mann, ich merke schon wieder was vom Delay. Ach, ist mal wieder schön. Wobei, nee, Quatsch. Hier kann man ja durch. Oder ist es nur ein Rückweg? Ich glaube, hier waren diese ganzen komischen Maschinen. Ich muss auch tatsächlich sagen, seit wir hier so in der Fabrik sind, ja, merke ich vermehrt, dass es einfach gar nicht mal so flüssig läuft. Könnte daran liegen, dass ich ja mit Raytracing alles mache. Also ich wollte jetzt nochmal in diesen einen Raum halt. Sonst fällt mir hier auch nichts mehr ein. Gott, was soll man denn tun? Da ist aber eine rote Lampe. Ja, da kann ich aber nicht durchschießen. Okay, das ist. Wo sind wir hier? Warte mal. Neuer Bereich? Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich komplett dumm? Bin ich komplett dumm? Hier kommt man doch schon die ganze Zeit hin, ne? Miss. Ihr wollt mir erzählen, dass mir noch nie dieser ganze Gang hier aufgefallen ist. Also hier waren wir doch schon mal, oder? Oh, da bin ich im letzten Part einfach nur noch zurückgelaufen. Das habt es aufgeschlossen. Ja, großartig. Ich bombe mir das mal eben weg noch. Na, eine Rohrbombe haben wir zum Glück noch. Lade hier auch lieber nochmal nach. Okay. War zu erwarten. Ein paar Items. Mechanisches Teil. Ein Zylinder. Ist es ein Bauteil, was man da hier benutzen kann? Oder ist er halt zu wichtig aus, ehrlich gesagt? Hier ist es nicht. Ah, hier. Okay. Sieht nach so einem Teil aus, wo man halt gucken kann und dann. Naja. Aber soll nicht wichtig sein. Naja, ich meine, wir haben jetzt hier eh irgendwie den richtigen Raum gefunden. Egal. Da war ich minimal lost. Aber es wurde mir auch nicht auf der Karte angezeigt, oder? Ja, okay. Kann ich nichts mitmachen, weil ich habe angeblich keinen Teil dafür, was ich da einsetzen kann oder so ein Shit. Naja. Das erinnert mich gerade hier alles mies an Resi 7. Aber richtig. Allein dieses Teil hier. Ich glaube, genau das
waren auch solche Kisten, die, oder solche Behälter, was weiß ich, die auch in Resi 7 immer rumstanden. Genau wie die Schränke. Cool. Mine, okay. Schießpulver. Was kann ich denn mit diesem Zylinder jetzt genau anfangen? So. Lol. Ich glaube, von da kamen wir jetzt ja, ne? Jetzt könnte man hier hochgehen oder da lang. Der Weg endet ja hier. Okay. Ah, okay, sind überall solche Gitter, die runterfahren könnten. Beruhigend tut mich das jetzt nicht. Wir würden nicht durchkommen. Gegner vermutlich schon irgendwie. Okay. Wir sind nun was Neues auf der Karte. Ach du Scheiße. Na gut. Mechanischer Soldat. Ach Gott, ich habe das ja schon irgendwie so befürchtet. Modell Soldat, Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Cool. Hier ein Tod, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat, bla bla, 1.01. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lycans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Habe Unterarme mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Nächste Version, inzwischen die 1.15, Kadu-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lycans. Innerhalb 1 Minute 3 Lycans zerstört. Naja, nicht so viele, wie wir es schaffen würden, aber ein paar, ne? Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Das ist der Hinweis, dass wir vermutlich dann auf diesen Reaktor mal schießen sollen. Wenn die Viecher auf uns. Oh, eine neue Kukille. Das ist natürlich die Lösung jetzt tatsächlich. Und das ist der Raum, in den man vorhin reingeguckt hat. Top. Und irgendwie erwarte ich das gerade nur so, dass. Ja! Einer von den Dreckssöhnen da rausfällt. Und, ja, ich hab's halt einfach confirmed. Komm nur, Jesus. Bin ich hier drin jetzt safe oder was? Oder draußen? Was soll ich mit dem Scheißen jetzt? Ah, kann ich das einsetzen? An der anderen Stelle, die ich nochmal kurz suchen muss auf der Karte. War das hier? Nee. Aufzugsteuerung? Was geht denn hier ab? Ah, okay. Ja, okay. Hier, da kam man noch nicht hin. Ich erkenne es wieder. Ah, lol, hier ist auch noch was. Aber es ist nur der Eingang. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen durchschalten. So, wir befinden uns hier. Und die Stelle, die ich jetzt gerade meinte, ist die hier, meine ich, oder? Vielleicht verwechsel ich doch was. Doch, das sollte der Generator sein. Die Frage ist, ob wir da des Dingens brauchen. Oder woanders. Ich meine, mir bleibt mir jetzt eh keine andere Wahl, als einfach durchzugucken, so. Die Frage ist, wo ich jetzt lang gehe, ohne von dem Viech-Typen zerfetzt zu werden. Hier kann ich eh nicht lang. Stimmt, da war ja was. So, was ist denn jetzt der einfachste Weg? Wieder hier runter oder was? Dann da lang. Da hoch. Ja. Einfacher als in diesem Viech vorbeizulaufen. Ich ehrlich gesagt nicht ganz so die Motivation zu. Dann läuft man halt ein Stück. Wobei der da ja eh in der Nähe ist. Ich glaube sogar wirklich in dem Set. Smarter Move. Aber gut, ich muss nicht direkt an ihm vorbei. Oder? Ich meine, ach doch, ich meine schon. Ich meine, es müsste wirklich direkt an derselben Stelle sein.
Ich bin gerade wieder miese verwirrt. Ich glaube, das ist wirklich durch die Tür, durch die ja gerade schon kurz einmal gekommen ist, links rum. Ach, hallo. Verreck. Weg da mit dem. Geht doch. 5 Sniper-Shots da rein. Ist alles gut. Drecksviech. Jesus. Kann ich es jetzt einsetzen? Scheint so. Oh nein. Wenn das schon hier so klingelt, ne? Oh Gott, was läuft hier jetzt alles? Oh, Ethan, du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Ah, ich kann hier gar nicht lang. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Komm, geh weg. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Also brauche ich... Cool, Mann. So viel wie nötig. Vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertreiben die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich das nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Ich habe ihm auch ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig zugehört. Ich war viel zu konzentriert hier auf den Iron Man. Plop. Lass mich doch! Verreck. Ich habe ja auch irgendwo Angst, das Ding überhaupt zu öffnen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab da keinen Bock drauf, ohne Scheiß. Okay, wir haben wieder ein bisschen Pistolenmunition. Vielleicht sollte ich mir die aufsparen. Ich kann mir auch wieder ein bisschen was... Ach, ich hab genug. Ich stelle mir hiervon was her. Heile mich einmal zur Sicherheit. Jetzt habe ich wieder ein bisschen... Muss reichen. Lieber verballer ich Pistolenmunition als die gute Munition für Sniper, weil die kann im Kampf halt wirklich auf was ausrichten. Waren wir hier nicht gerade schon und ich habe mal wieder was übersehen? Cool. Cool, 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 cool. Mann. Ach, nur die. Ich meine, die müssen auch nicht sein. Aber die sind sehr viel angenehmer, ehrlich gesagt, als normale Gegner. Als diese Roboter. Jesus. Ein Shot? Nee. Deine bin mit da hinten noch komplett lost.
Kann er nicht eigentlich mal hier so ein was zum Teufel, was ist das, keine Ahnung, Zahnradaxt. Hätte er die nicht einfach mal mitnehmen können jetzt? Ich meine, das kannst du fürs ganze Spiel eigentlich so sagen, ne, aber ich will es ja nur noch mal anmerken, als Erinnerung, vielleicht vergisst Ethan manchmal, dass es auch einfach sein kann. Ich meine, das Ding ist vielleicht schwer, aber ich meine, die können es ja auch irgendwie transportieren, ne? So. Kann es auch wieder nicht so schwer sein. Mein Gott, ey. Stellt sich manchmal blöd an, der Junge. Okay, es war einfach nur so ein Austricksweg oder was? Ist da oben einer? Würde ich gerne im Voraus sehen. Sieht aber nicht danach. Okay. Seine Metallteile abschießen. Ah, der hat das auf dem Rücken. Okay, jetzt verstehe ich den Raum da unten. Wir werfen gleich erstmal schön eine Rohrbombe in die Fresse. Bro? Tschö, Mann. Ach nein, ist er schon tot? Ah, Verschwendung. Jetzt ist er tot. Okay, dann war es eigentlich keine Verschwendung. Ich hätte ihn aber vermutlich auch mit normaler Waffe irgendwie umlegen können. Ich merke gerade, ich habe auch echt viel Muni verballert. Ganz, ganz doof. Aber wenigstens kriegen wir Flintenmunition. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Von der haben wir auch nicht so viel. Wir haben von keiner irgendwie viel. Aber wir könnten uns zumindest ein bisschen was herstellen. Aber auch eben nicht so viel. Ich glaube, das mache ich auch tatsächlich einmal. Siehst du? Wir können Sniper schon zum Beispiel schon nicht mehr herstellen. Das ist blöd, weil Sniper ist im Nahkampf halt, wie ich schon tausendmal erwähnt habe, gar nicht mal schlecht. Ah, es ist die verschlossene Tür, die wir vorhin hatten. Oh, die wir schon immer hier. Ja, ja, okay. Wir sind wieder am Anfang. Das finde ich gut. Wir können jetzt aber auch an anderen Stellen theoretisch weiterkommen. So, hier zum Beispiel. Oder? Ich meine, da ist ein Schalter. Der sollte jetzt Strom haben. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Als letzte Aktion des Parts. Und dann gehen wir Hauptweg weiter. Ich denke, das ist der Hauptweg, ne? Vielleicht ist das jetzt auch der Hauptweg hier, den ich jetzt nehme. Jesus. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht von aus und hoffe mal, das ist hier alles in Ordnung. Ich glaube. Kommen wir jetzt hier in den Operationssaal. Ja, großartig. Wehe, einer von den Idioten geht gleich an. Aber wird halt safe. Sobald ich mir hier irgendwas hier nehme. Mir liegen halt leider auch ein paar zu viel rum. Also ganz ehrlich, Digga, da bin ich raus. Schöne ist, die sind echt langsam. Und rallen wohl auch irgendwann nicht mehr so ganz sicher hier war. Ja, der kann ja durch die Tür. Ganz vergessen. Aber die nächste Tür kommt da nicht mehr durch. Na gut. Hier machen wir im nächsten Part weiter. Danke fürs Ansehen bis hierhin. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Gut, meine Hand ist komplett eingeschlafen wieder. Ich feiere das. Bis zum nächsten Part. Tschüss.